Okay. Dann gucken wir mal, da müssen wir ja wieder da längs. Schwer dich nicht zu tun. Allgemein, weil es so extrem weitläufig und verwickelt ist. Und die Sachen, die es hier zu sehen gibt, oder zu finden gibt, so unglaublich nicht einfach zu entdecken sind. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen, doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt, die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Botschaft. Der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk gehabt. Ja, jetzt sind wir hier langsam auch wieder ein bisschen vorangekommen. Okay, aber damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier ein so ein Ding rumliegt.
Okay, kaum bin ich reingesprungen, ist er verschwunden. Okay, die Leichen hier sind auch verschwunden. Was ist da los? Hä? Ich will ja nicht sagen, aber... das ist doof. Wie komme ich denn jetzt noch da hinten? Das Nest. Wie komme ich denn da oben hin? Wie komme ich denn da oben aufs Dach? Noch kann ich zumindest nicht fliegen. Ich will da aufs Dach. Und wie komme ich denn da hoch? Da drüben. Okay, probieren wir das. Tolle Nummer. Nee, ne? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komme ich da jetzt nicht hoch? Wie ich nun hier stehe,
leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch. Uiuiui. General, der Schwur. Diese alte Schriftrolle enthält einen Treueschwur des Generals der Sturmwache. Er überschrieb der Sonnenkönigin sein Leben. Okay, cool. Jetzt bin ich auch wieder so einigermaßen auf dem Stand. Was das angeht. Was haben wir denn noch? Immer noch dieses eine fragwürdige Lager, was irgendwo noch ist, aber ich nicht gefunden habe anscheinend. Nee, das ist was anderes. Warum sehe ich denn das Lager nicht? Ich dachte, mit den Dingern könnte ich auch die jeweiligen Lager sehen. Hä? Schatzkarte? Warum ist hier eine Schatzkarte? Ich dachte, ich hätte die Schatzkarte hier. Nee, habe ich nicht. Hä? Die Schatzkarte im Bergdorf... Ach so, die Schatzkarte gibt es dann mit diesem Grab wahrscheinlich. Oh, Glückwunsch. Ah nee, hier ist auch eine Schatzkarte. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist hier noch, was noch nicht entdeckt wurde? Ja, außer das Grab. Na gut, dann versuchen wir mal auf dem Weg zum Grabe hin noch das letzte Nest zu finden und vielleicht noch ein paar Geocaches. So. Einfach mal zu kaschen. Mich ein bisschen umgesehen. Zumindest Grabrichtung wäre ja schon mal. Ich will ganz kurz. Nee, das ist nur so ein weißes Seil. Hier oben warten doch bestimmt auch wieder welche. Alter! Ja. Hier sind bestimmt auch irgendwo welche. Ja, toll! Ich hatte aber nicht gedacht, dass die dementsprechend schon direkt vor meiner Nase rauskommen. Drecksäcke. Was ist das denn? Liegt da ein Buch oder was? Keine Ahnung. Hä? Ich weiß nicht, was das ist. Habe ich wohl da hinten irgendwo einen Geocache gesehen. Ja gut, gehen wir erstmal weiter. Ein Nest noch. Könnte das Nest auf der anderen Seite sein?
Scheiße da, ja, okay. So, geht das gleich noch? Er ist zu weit weg, okay. Ja, dann gehen wir doch mal in das Grab. Juhu! Ja, irgendwie erinnert mich das an das andere Grab, wo ich schon mal drin war. Nee, aber das ist noch nicht so lang, die Stelle. Ach, dann ist doch hier bestimmt noch das Lager drin. Sinnigerweise. Ja, garantiert ist hier auch das Lager drin. Ist ja in jedem Grab, ist ja ein Lager. Ja. Kannst du weitergehen? Des Aufstiegs, ja, das ist toll. Das gehörte früher zu Yamatai. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ach, echt, da muss so. Besseres Timing, besseres Timing, besseres Timing.
da habe ich gar nicht gesehen. Ja, schade. Das wäre bestimmt mal einiges hilfreicher. Okay, es geht los, geht los, geht los. Schneller, Laura, schneller. Hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Schön windstill hier. So, und hier ist dann auch gleich die Schatzkarte. Mit versteckt. Also in diesem Gebiet gibt es zwei Schatzkarten. Das heißt, ich brauche da nur noch die Nester. Wenn das eine Geocache-Karte war? Ja, geil. 1, 2, 3. Alter, nee. Nee. Ernsthaft? Och, nö. Nö. Also wirklich, nö. Ja, gehen wir erstmal da gucken. Achso, warte mal, dann kann ich das ja schon mal markieren, dann ist die eine falsche Markierung schon mal weg. Erstmal der, der sitzt glaube ich etwas. Boah. Ciao. Das geht jetzt nicht. Ich will aber. Also ich wollte die Fackel gerade ausmachen. Da, okay. Ja, da hat es ja geblinkt. Das habe ich ja gesehen. Das Einzige, was mich halt wundert, wie komme ich denn da hinten hin? Ich meine, da ist jetzt anscheinend nichts Besonderes. Das Nest. Oh toll. Oh toll. Na gut, gucken wir erstmal. Da, das Nest hatte ich, glaube ich. Ja. Das schaffe ich doch niemals. Sieh nur darüber.
es geht ja. Doch. Nee. Warte mal. Das Nest war da hinten. Ist ja theoretisch egal, wie ich darüber komme. Kann ich es ja auch hier rüber machen. Da ist aber jemand sehr von sich überzeugt gewesen. Wie soll ich denn hier... Ich muss überhaupt erstmal wieder zurück, als irgendwas als Rückweg nehmen können. Finde ich gerade ein bisschen riskant. Fehlen mir jetzt noch den da oben? Ach, den habe ich, okay. Ach da, stimmt ja, da war ja noch so ein ganz beschissener. Ja, das ist eine ganz tolle Nummer. Oh Gott. Also muss ich erstmal ganz weit runter, weil hier kann ich ja leider nicht einfach sagen, ich möchte gerne hier eine Schnellreise machen. Geht ja leider nicht, ne? Oh Gott. Na gut, zumindest habe ich die beiden auf der Karte und dann ist das hier nämlich auch das Bergdorf wenigstens komplett fertig. Ich denke, da mache ich dann auch mal weiter. Gott. Sowas.